Wissenschaftsleviathan. Hallo Leute und willkommen zurück zu Endless Space 2 mit den Hisho. Ja, Wissenschaftsleviathan. Wir haben hier erforscht, dass wir unsere Forschung jeweils um 3%, die Kosten der Forschung jeweils um 3% reduzieren können. Und wir haben auch schon erforscht, dass wir mehr Hilfsmodule in unsere Leviathan einbauen können. Und wir klatschen jetzt mal unser Wissenschafts-Leviathan mit 5 von diesen Modulen voll. Und da sehen wir auch in der Nähe von besonderen Knotenpunkten nochmal 160 Forschung. Das heißt, das mal 5 sind dann 800 Forschung, die der Leviathan beisteuert. Und er reduziert sämtliche Forschungskosten um 15%. Wenn es funktioniert. Aber sollte eigentlich. Okay. Ja. Waffenmodule. Dann nehmen wir euch nochmal hier. Raketenabwehr. So, und wir können nämlich in unserer Heimatwelt einen zusätzlichen Leviathan bauen. Das machen wir jetzt sofort. So. Reihenfolge. Machen wir so. Dann haben wir die Koimachi Akademie sofort fertig. Und der Leviathan, da braucht so oder so 2 Runden. Gut. Und dann geht's weiter. Hier unten wird Krieg geführt. Oh, da wird bewacht. Und ja. Bodenkampf werden wir jetzt noch nicht ausführen. Da werden in unserem Heimatsystem 3 Falken gebaut. Und die haben dann entsprechend Truppen dabei. Beziehungsweise wir hatten auch schon in der letzten Folge 3 Falken auf dem Weg geschickt. Die haben eine Truppenstärke von 976 von 2600. Wenn wir nochmal einen Zwischenstopp einlegen. Tut sich was. Direkt angreifen. Ja, die fliehen bestimmt. Da sind wir sehr deutlich überlegen. Boah, wir können ja trotzdem mal einen kurzen Blick drauf werfen. Nehmen wir die Rumpfabsorption. Boah. Ah, wie gedacht, sie haben sich zurückgezogen. Fertig. Aber das ist halt hier die eine Front. Und nächste Front hier oben mit dem Imperium. Da haben wir schon gekämpft. Ja. Okay. Prioritäten erforschen. Ah. Ja, gut. Polarstürme. Ah, okay. Nicht so angenehm. Das wirkt sich dann negativ auf Industrieproduktion, Nahrungsproduktion aus. Und, na gut. Unser Wanderfalke hat 5 Erfahrungspunkte bekommen. Und 100 Dust. Okay. Ah. Wolters. Mit den Wolters haben wir keine Probleme. Soll auch so bleiben. Ah, da sind nochmal Transporter. Die sind fast voll beladen. Okay. Ah. Hier hatten wir halt gegen die Craver gekämpft, aber die Craver gibt's nicht mehr. Dann können die Transporter auch weiterziehen.
Und wir sind alle aufgewertet, gut. Ah, da dürfen wir nicht hin. Da haben wir. Ja, der Krieg ist vorbei. Ah, und jetzt aktuell sind die Grenzen geschlossen. Gut, ja, wir machen das ja am besten. Da würden halt noch gut zwei Graufalken reinpassen. So. Ja, dann fingen wir mal zum Heimatsystem unserer Verbündeten. So. Okay. Ah, die müssen eine Runde warten. Voltaus, wie gesagt, da haben wir neutrale Beziehungen. Hier der Leviathan. Er kann ruhig mal hier in die Richtung fliegen. Ja. Gut. Und nächster Zug. Ja, auf den Wissenschaftsleviathan freue ich mich schon. Und ja, Quest abgeschlossen. Scroll mal für euch nach oben. Könnt ihr euch in Ruhe durchlesen, was da passiert ist. Natürlich mit Pausenfunktion, sonst ist das viel zu schnell. So, ja, wir haben 571 Einfluss generiert. Kulturelle Invertik. Ach, wir haben. Ah ja, okay. Das war, wir haben eine zufällige Technologie bekommen. Als Belohnung und das ist halt die kulturelle Invertik. Muss ein System, in die besetzt werden können, bevor die Kosten für das Umwandeln von Außenposten in kolonisierte Systeme steigen auf das Imperium. Autonome Verwaltung, ja genau. Okay. Da müssen wir unsere Systeme auf Stufe 4 aufwerten und dann können wir die autonome Verwaltung bauen. Und Moment, Moment, Moment. Und dann geht dieses Limit hier hoch. Ja, wir kriegen halt für jedes System, was über dem Limit ist, auf unsere Erträge minus 5%. Das sehen wir hier zum Beispiel. Ah, diese minus 234,7. Das ist der Malus durch die, durch das eine System, das wir zu viel haben. Ah, hier minus 171 das und so weiter und so fort. Nächste Runde ist der wissenschaftliche Leviathan fertig. So. Hier eine Fördersonde starten. Dann haben wir hier das abgeschlossen, dann fliegt der Leviathan darüber. Da gibt es keine Kuriositäten. Boah. Ich sehe jetzt nichts. Wir fliegen einfach mal hier rüber. Können ja durch den Wanderfalken da hinschicken. Und so ein bewachtes System wird dann vielleicht von den Gegnern auch nicht so schnell als ja, System anerkannt, was es was gut wäre zu kolonisieren. So, hier ist ein Leviathan angekommen. Da starten wir Fördersonden. Jawohl. Und dann gehen wir hier mal die Events durch.
Im Piskes wird gerade nichts gebaut. Quaver. Da ist ein Quaver. Da ist einer. Da ist noch keiner, okay. Ah, es dauert jetzt 174 Runden bzw. 137 Runden, bis die Planeten ausgeschöpft sind, also. Da ist ja jetzt erstmal keine Panik angesagt. So. Das werden wir nicht machen. Da werden wir dann erstmal Veran aufwerten. Also unser zweites System. Kann man hier auch in Auftrag geben. Da sind die Ressourcen schon mal reserviert. So. Oh. Was bauen wir hier? Koimachi Academy. Jawohl. Und dann, dass wir einen zusätzlichen Leviathan bauen können. Ja. Aber steigen dann sich die laufenden Kosten der Leviathane. Aber das soll uns egal sein. Dafür bekommen wir einen Leviathan zusätzlich. Hier kann man nochmal ein Alpha-Ritual ausführen. Dann steigert sich unsere DAS-Produktion um 50%. So. Schauen wir mal. Fördersonder. Aber da gibt es noch ein bisschen Forschung. Was ist das da für eine Anomalie? Eine Lebensform. Und wir haben eine Möglichkeit, dass wir eine Luxusressource finden. Okay, haben wir hier noch was? Zum Forschen. Ah, der Wanderfalke. Da geht dann ruhig mal dahin. Aber hier ist alles schön am Rotieren, außer der Planet. Reizt den Runden. Ja gut, dann müssen wir uns eigentlich auch wieder auf den Weg machen. 5 Runden noch, ja. Okay. Fliegen wir da runter. Ein Brutschiff, ja. Einfach mal schlafen legen. So, hier können wir jetzt wieder Action machen. Wir haben zwei Leviathaner, die es zu besiegen gilt. Können eigentlich mal. Ach, der kann noch einmal erkunden. Okay, dann machen wir das zuerst. 20 Tarn bekommen. Okay. Rüberfliegen. Okay, machen wir es so. Ich überlege halt hier was aufzusplitten.
jeden Fall mal die angeschlagenen raus. Die frischen rein. So. Ach, wir greifen jetzt einfach an und dann nächste Runde halt nochmal. So. Oh, welche Distanz sind wir extrem überlegen? Dann wählen wir hier die Taktikkarte aus. Oh, zieht sich auch zurück. Okay. Was haben wir hier noch? Quest gestartet. Kapitel 3. Rückzug oder Reformation? Wohlstand und Macht haben uns verweichlicht. Wir müssen mehr Rekruten in unwirtlicher Umgebung ausbilden. Bringe 8 heiße Planeten in deinen Besitz. Und dann bekommen wir Leviathan-Schild. Schaltet die Kampftaktik Erdulden frei. Okay. Und die Defensive der Leviathane verbessern. Tja. Wird das jetzt angehen? Ich weiß ja nicht. Wir möchten ja eigentlich heiße Planeten auch zu fruchtbaren Planeten terraformen. Okay. Bodenschlacht auf Cygnus. Gegen das Imperium. Ja, Blitz und los geht's. Und da haben wir gewonnen. Jetzt das nochmal minimieren. Und das. Jetzt mal überlegen, ob wir hier den Planeten aufwerten. Mit einer Treue-Stiftung. Haben wir in Veran alles aufgewertet? Ja. Heimatsystem sowieso. Ja, investieren wir hier ruhig mal die 25k. Und machen das so. Okay. Leviathan fliegt dann nächste Runde weiter. Bodenschlacht. Fertig. Und dann, ach, unterdrückt haben wir es schon. Deswegen würden wir jetzt nur 1k kriegen. Wir zerstören es. Kriegen 5k. Voll. Dann fliegen wir mit dem Wetter darüber, weil hier gibt es Antimaterie. Yep. So machen wir das. Wissenschaftsvereinbarung würde uns 134 Einfluss jede Runde kosten. Okay, annehmen. Sind die jetzt schon wieder verzweifelt? Läuft da alles gut? Mit den Vodianer sind wir ja nicht im Krieg. Ah. Thoratio und dem Imperium. Oh, Jacke. Ah, ja, schon mal ein bisschen spannender.
So. Also grundsätzlich sind wir laut der Mathematik etwas überlegen. Die Gegner haben ein bisschen Energiewaffen. Ansonsten, ja, setzen wir auf Projektilwaffen. Und Reichweite. Ah, sind wir auf weite Distanz überlegen, deutlich überlegen. Auf kurzer Distanz sind wir noch ein bisschen überlegen. Ah. Schau mal, dass wir während der ersten Phase auf weite Distanz sind. In jeder Flottille mindestens ein Graufalke. Und die mittlere machen wir besonders stark. Ah. Es ist immer die Gefahr, dass die Gegner die dritte sehr stark machen. Und wir da ein Problem kriegen. Denke ich, stelle das halt ganz gerne so auf. Erste am stärksten, zweite am, dritte am zweitstärksten und die erste am schwächsten. Dann geht's los. Gut, sie tun uns nicht den Gefallen. Sie haben in der dritten jetzt gar nichts. Aber dadurch werden wir sehr sofort einen Kampfbonus kriegen. Und sehr schnell einen doppelten Kampfbonus. Also, da beginnt die Schlacht. Ja, wie gesagt, Kampfbonus ist da. Und doppelter Kampfbonus ist da. Jetzt haben wir hier den, werden wir verlieren, denke ich mal. Jetzt haben wir noch einen einfachen Kampfbonus. Und mal schauen, verlieren wir den auch noch. Ich glaube nicht, weil jetzt in der dritten Phase. Okay, ja. Also, deutlich gewonnen. Wir haben halt zwei Schiffe verloren. Aber das lässt sich erst vermeiden, wenn wir die besseren Verteidigungsschiffe haben. Und die sind noch auf dem Weg. Wir haben bekommen 10k, 2200 Dust und 2200 Forschung. Und reichlich Erfahrungspunkte. Ich werde es jetzt nochmal hier unter erweitert anschauen. Und ja, da sehen wir halt, unsere zweite Flottille hat die ganze Zeit Gas gegeben. In der dritten Phase war halt nicht mehr viel da. Unsere dritte Flottille hatte da nichts zu tun gehabt. Aber das weiß man halt vorher nicht. Aber man weiß nicht, stellen die Gegner, machen die erste stark? Machen sie die dritte stark? Angenommen, sie hätten die dritte stark gemacht und wir hätten unsere erste stark gemacht, hätten die mit ihrer dritten unsere halt abgeräumt und den Rücken geschossen. War schon okay. So.
Ah, neue Bewohner, neue Bevölkerung. Und da oben sind halt die neuen Abwehrschiffe unterwegs, aber es dauert halt recht lange. Aufwerten, darüber schicken. Die aufteilen. Dann bewacht der dort. So. Wir können mal eine Sonde auswerfen. Aussenden. Oh, der bleibt da. Er auch. Die werden nicht angreifen. Okay. Da bewegen wir uns jetzt im Kreis. Leviathaner. Nächste Runde der Wissenschaftsleviathan. Sehr gut. Ja, die Leviathan haben wir, glaube ich, gemacht. Ja. Okay. Nächster Zug. Und dann wird der Wissenschaftsleviathan fertig sein. Und eine Forschung wurde abgeschlossen. Niedrig-Kelvin-Wissenschaften. Ja, hier die Ultra-MRI-Astronomie. Da haben unsere Systeme dann plus 3 Sichtweite. Und wir können bisher nicht entdeckte Objekte entdecken. Und Flottenbeschleuniger Kuhfeld. Das werden wir dann in unsere Heldenschiffe einbauen. Und dann erhöht sich die Bewegung unserer Flotten um 3. Als nächstes verbesserte Nicht-Baryonik. Offensivlaboratorien. Plus 20% Forschung pro im Krieg befindliche Imperien. Und dann nochmal plus 10% Forschung. Okay. Handelsabkommen. Das bringt uns, glaube ich, gar nichts, weil wir keine Handelsgesellschaften haben. Also aktuell sind halt 1, 2, 3. Do not press us too far. And do not mistake silence for fear. Okay. Also dort ist Imperium, das im Krieg ist. Ja, unsere Verbündete sind natürlich auch im Krieg. Wir sind im Krieg. Also schon mal 5 Imperien, die im Krieg sind. Und Lumeris. Lumeris ist auch im Krieg, ja. Ganz viele, die im Krieg sind. Und dann kriegen wir entsprechend viel Forschung dazu. So. Und da ist der Wissenschaftsleviathan fertig. Er hat 5-mal eingebaut, dass sich die Forschungskosten reduzieren. Also minus 15%. Alle Forschungskosten. Das kann sich doch sehen lassen. Schicken wir mal dahin. Weil das ist ein besonderer Knotenpunkt. Und da bekommen wir dann 5x 160 Forschung. Also 800 Forschung, jede Runde.
out. Wir bekommen halt 12.000 Forschung pro Zug, dann nochmal 800 dazu. Das sind... ja... 6%. 6,5%. Okay. Schiffe bewegen. Und... ah, ist klar, dass die Militaristen Führung sind. Wir machen ja nichts anderes als Kriegsführen. Und das ist der Held, der in unserem Heimatsystem ist. Laufende Kosten um 40% reduzieren. Schauen mal, wie die laufenden Kosten in unserem Heimatsystem sind. 500. Und jetzt machen wir das Level ab. Das 40%. Und noch 300 laufende Kosten. Das bringt uns also praktisch 200 das jede Runde ein, jedes eine Level ab. Ja, und dann ist bei Einfluss pro Bewohner. Okay. Ah, sie ist auf Veran. Und da. Ah, machen wir plus einen Einfluss pro Bewohner. Und sie kommandiert den 7. furchtlosen Flug. Ja, und wir spendieren ihr jetzt mal plus 6 Bewegungspunkte. Für die ganze Flotte. Schauen wir uns das nochmal an. Ja. Dann hat die Flotte jetzt 12 Bewegungen statt 6. Gut. Okay, dann haben wir das für diese Folge. Beim nächsten Mal geht's weiter. Macht's gut. Bye, bye.